Viele Jahre profitierten die Menschen und Unternehmen in Industrienationen und den Schwellenländern durch die Globalisierung und technologischen Fortschritt an einem enormen Wirtschaftswachstum und steigendem Wohlstand. Die globale Marktwirtschaft hat einerseits zu einer erheblichen Verringerung der Armut auf allen Kontinenten geführt. Andererseits sind internationale Krisen entstanden, deren Ausmaße für uns heute und zukünftige Generationen immer weniger absehbar werden. Soziale Ungerechtigkeit, regelmäßig wahrgenommene Fairnessverletzungen und die Suche nach Identität gewisser Teile der Bevölkerung. Umweltverschmutzung und der damit zusammenhängende Klimawandel. Der demografische Wandel und die Finanzierbarkeit unserer Pensionssysteme und die Digitalisierung und Globalisierung vieler Dienstleistungen sind nur einige der Herausforderungen, die auch wirtschaftlich erfolgreiche Unternehmen und Länder vor Probleme stellen, die sich mit traditionellen Politik- und Managementmodellen nicht mehr adäquat lösen lassen. Wir wissen, was die Probleme sind. Wir wissen haargenau, egal ob es in der Politik oder ob es in der Wirtschaft ist, ob es in Unternehmen sind, wir wissen genau, was die Probleme sind. Die Frage ist, haben wir die richtigen Lösungen? Das Problem ist nicht, dass wir ignorant sind und die Probleme nicht kennen, wir wollen sie lösen. Aber das Problem ist, dass unsere Lösungen, die wir haben, das sind Ideen, ja, die eigentlich nicht mit der Realität konform gehen. Und was wir glauben ist, dass sowas wie Behavioral Insight in menschliches Verhalten ihren Aufschluss geben kann. Bei Problemstellungen, in denen bisherige Modelle keine Lösungen bieten, hilft Fair Advice und Partners mit evidenzbasiertem Wissen, menschliches Verhalten zu verstehen und zu verändern. Alles Wirtschaften basiert auf Verhalten. Ich meine, jedes Unternehmen basiert ja auf zwischenmenschlichen Verhältnissen, auf sozialen Konstrukten. Wir können wirklich anhand von wissenschaftlichen Modellen können wir wirklich Sachen verändern. Kultur verändern, Identität verändern. Und ich meine, wir kommen dann ins Spiel, wenn es kompliziert wird. Und das macht eine Verhaltensökonomie zu einem total universell einsetzbaren Tool, mit dem man eigentlich in der Lage ist, ist fast schon vermessen, aber fast jedes Problem auf dieser Welt zu tackeln, innovative Lösungen zur Verfügung zu stellen und mit diesen innovativen Lösungen mit unseren Kunden, mit der Politik, mit der Wirtschaft einen extrem spannenden Dialog zu führen. Für dieses Vorhaben ist Fair Advice und Partners dabei ständig auf der Suche nach neuen Mitarbeitern, die mit einem weichen Herz und klarem Verstand offen für die Probleme unserer Zeit sind. Ich möchte Menschen, die, nachdem sie 4, 5, 6 Jahre vorher extrem viel gedacht haben, extrem viel sich mit Wissen beschäftigt haben, die eine total starke intrinsische Leidenschaft haben, dieses Wissen einfach anzuwenden. Ja, ich möchte Menschen, die inspiriert sind, ja, und inspirieren wollen. Und ich möchte Menschen, die was verändern wollen auf dieser Welt. Hallo, ich bin Jens und arbeite bei Fair Advice. Ich hoffe, dir hat unser kleines Unternehmensvideo gefallen. Ich möchte dir jetzt gerne noch ein klein wenig mehr über unser Unternehmen zeigen. Zum einen ist da das Video, Gerhard Fair im Interview ein bisschen darüber spricht, warum hat er das Unternehmen gegründet, was sind die Themen, auf denen wir arbeiten und vielleicht noch einiges andere mehr, was dich interessiert. Wenn du deine vielleicht schon zukünftigen Kolleginnen und Kollegen kennenlernen möchtest und ein bisschen mehr über die Arbeitsbedingungen und den Arbeitsalltag bei Fair Advice erfahren möchtest, kannst du dir dieses Video anschauen. Wenn du dann immer noch nicht genug hast, kannst du auch unseren Managing Partner Andreas Staub begleiten. Der macht eine kleine Tour durch das Haus hier und zeigt vielleicht auch schon deinen zukünftigen Arbeitsplatz. Wir möchten auch gerne dich kennenlernen, möchten gerne mehr über dich erfahren. Deswegen würden wir uns sehr freuen, wenn du uns deine Bewerbung zukommen lässt. So können wir gemeinsam herausfinden, können wir dir das Element bieten, das du benötigst, um deine Potenziale voll zu entfalten. Wir freuen uns, von dir zu hören und wenn du noch Fragen oder Anregungen hast, kannst du jederzeit mit uns in Kontakt treten. Sei es per E-Mail, auf Social Media oder auch per Telefon. Ganz wie du magst. Wir freuen uns. Vielen Dank.